Wieso könnte es für dich wichtig sein, dich vom kulturspezifischen Karma zu lösen? Unsere Kultur, die Gesellschaft, die Nation, in die wir hineingeboren werden, all das sind Aspekte, die extrem wichtig sind und uns viel Halt geben. Aber vielleicht stimmst du mir dazu. Ab und zu nervt es uns auch. Die Kultur, die Rasse, all diese gesellschaftlichen Anforderungen, die engen uns ein, die schüren uns irgendwie zu. Und wir haben manchmal das Gefühl, dass all diese spirituelle Vielfalt, die du als Mensch hergebracht hast, einfach nicht gelebt werden kann. Es kann für dich extrem wichtig sein, dich vom kulturspezifischen Karma zu lösen, wenn du das Gefühl hast, dass du extrem viel Angst vor Ablehnung hast. Wirklich panische Angst dafür. Und du tust alles, um von diesen Menschen dort draußen geliebt und akzeptiert zu werden. Und egal, was du tust, du hast immer das Gefühl, ne, es funktioniert nicht. Und vielleicht ist es sogar so, dass du Angst hast, deinen Herzensweg zu gehen. Weil du Angst hast, dass Menschen dich irgendwie ablehnen könnten, dich abstoßen könnten. Diese Angst schürt wirklich deine gesamte Energie zu, blockiert dich, hält dich auf. Falls es so ist, dann sehen wir uns vielleicht bei Ankarma und wir wollen dir dabei helfen, dort komplett auszusteigen und deinen Weg zu gehen, denn es ist an der Zeit dafür.